Ein herzliches Hallo, schön, dass Sie wieder zu unserem Magazin Treffpunkt Murtal eingeschaltet haben. Wir berichten aus der Region für die Region und waren wieder fleißig für Sie im Einsatz. Wir haben den Osterhasen begleitet, uns über Wildkräuter informiert und haben wieder extra viele Gesundheitsthemen im Gepäck. Ein kurzer Spot und dann kommen wir schon zu unserem ersten Thema. Gute Unterhaltung bei der folgenden Sendung wünscht Ihnen Heinzel Pölz, Ihr innovativer Arbeitgeber im Murtal. Die Ostern sind vorbei, der Osterhase hat sich jetzt ganz viel Freizeit verdient. On Tour war der Osterhase vor allem in der Stadtgemeinde Knittelfeld, wo wir ihn auf seinem Weg begleiteten. In Knittelfeld war vor kurzem der Osterhase unterwegs und das freute die Kinder und auch Erwachsenen. Es schien fast so, als ob ein Superstar in der Stadt wäre, denn wo der Hase auftauchte, strömten die Kinder in Massen zu ihm. Ja, wir machen schon langjährig was für die Kinder, Osternester suchen und irgendwann sind wir draufgekommen, der Osterhase kommt gut an. Und jetzt machen wir es so, dass der Osterhase über die Spielplätze fährt, durch die ganze Stadt, verteilt über 400 Sackerl an die Kinder und die ganze Stadt wird vom Osterhasen besucht quasi und es kommt sehr gut an bei den Kids. Bei den vielen Backerln, die der Osterhase verteilt hat, benötigt er natürlich auch viele Helfer, die für Nachschub sorgen, damit kein Kind leer ausgeht. Denn der Andrang ist groß. Gemacht hat es uns eine Jugendgruppe vom BFI. Vielen Dank dafür. Die haben 400 Backerl gerichtet und die werden wir heute alle verteilen. Auch für den Job als Osterhase kommt nicht jeder in Frage. Klar, dass da im Vorfeld geprüft wird, ob jemand die richtigen Osterhasenfähigkeiten besitzt. Wir haben ein sehr strenges Auswahlverfahren. Jedes Jahr wird ein anderer Osterhase ausgewählt, und zwar der am meisten die Kinder drücken kann. Die vielen Kinder hatten es also nicht nur auf die Geschenke des Osterhasen abgesehen, sondern standen auch für ein Foto mit ihm oder eine Umarmung Schlange. Auch für eine spaßige Tour über den Spielplatz mit Rutschen und Schaukeln war es sich nicht zu schade. Egal wohin auf dem Spielplatz er ging, eine Schar von Kindern begleitete den Hasen. Manche machten sich auch einen Spaß daraus, ihn ein wenig zu necken. Wir haben heute insgesamt 6 Stationen. Heute haben wir begonnen um 10 Uhr am Hauptplatz. Das waren schon ca. 200 Kinder. Haben wir beglückt mit Ostergeschenken. Und ja, jede Stunde sind wir auf einem anderen Spielplatz. Bei so viel Bewegung, die der Osterhase an diesem Tag macht, braucht er später sicher Erholung, damit er wieder fit ist. Auf jeden Fall war es aber ein gutes Training für ihn und seine nächste Tour im nächsten Jahr. Heilkräuter und Pflanzen begleiten uns Menschen bereits seit Jahrtausenden. Als Gewürze oder für Tees nutzen wir sie täglich. In unserem nächsten Bericht geht es darum, Kräuter gezielt einzusetzen, um unserer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Denn sogar so manches Unkraut steckt voller Überraschungen. Einmal im Monat können Interessierte bei jeder Witterung Kräuterspaziergänge unternehmen. Organisiert werden diese von den Freunden naturgemäßer Lebensweise, einem Kräuterverein, der sich seit über 30 Jahren für den Erhalt der Natur- und Pflanzenwelt sowie die Weitergabe von Kräuterwissen einsetzt. Auch in Katzling in der Gemeinde Pölz-Oberkurzheim bietet Erna Rebicek solche Spaziergänge an. Ja, dann gehe ich mir die Leute durch den Garten oder eben in die freie Natur raus und dort zeige ich ihnen halt nachher, was so wächst. Da sind so viele Pflanzen, die was eigentlich als Unkraut bezeichnet werden, gell? Und die sind aber voll wirkungsvoll. Die sind viel besser als wir jedes gezüchtete Gemüse. Ein häufig unterschätztes und oft bekämpftes Kraut ist beispielsweise die Brennnessel. In der Naturheilkunde kommt sie als Heilpflanze bei Harnwegsinfektionen oder rheumatischen Erkrankungen zum Einsatz. Der hat ja so viel Eisen, also der, was Eisenmangel hat, der sollte Brennnessel immer wieder nehmen. Aber ja, nicht zu viel auf einmal, weil dann kann das aufs Herz gehen. Gell? Und manche kriegen sogar einen Ausschlag nachher, als wenn sie in die Brennnessel gefallen waren. Und da sage ich, aber nehmen mit Spinat oder Suppe oder trocknen für den Tee oder einfach nehmen und zusammenschneiden und aufs Butterbrot drauf. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Ebenfalls oft als ungeliebtes Unkraut abgestempelt wird der Giersch. Volksmund sagt auch der Erdholer dazu. Und den hassen sie, weil den kannst du nicht ausrotten.
Und das sagen die Leute, übernehmen sie ihn. Der ist so gesund. Er hat alle Vitamine und Mineralstoffe und kann man sogar als Betasy-Ersatz verwenden. Ja, das ist faszinierend. Man kann es in der Küche verwenden, man kann eine Limonade machen. Auch dieses Wildkraut soll sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Der ist halt für Gicht und Rheuma gut. Also das ist wunderbar. Und außerdem Petersilie-Ersatz. Schmeckt einfach gut, wogegen der Petersilie eigentlich gut fürs Herz ist. Gell? Im Zuge eines Kräuterspazierganges lernt man unsere heimischen Kräuter und deren Wirkung kennen. Ein Tipp der Kräuterexpertin ist, die Kräuter so gut es geht in Alltagsspeisen zu integrieren. Ich mache sogar Pizza mit den Kräutern. Hat man auch schon wieder die Heilkräuter, also die Wirkung über den Herd, über das Essen. Ja, dann kommt die Vogelmiere. Die ist wieder, wie Sie sagen, für die Haut gut und so und schmeckt auch interessant. Und wieder überall rein tun. Ich schneide, wenn ich Knödel koche oder Nockerl mache, schneide ich überall rein oder in Palatschinkentag. Auch bei Pflanzen gilt, die Dosis macht das Gift. Manche Kräuter können bei der Einnahme größerer Mengen negative Auswirkungen auf die Organe haben. Vor allem bei Kindern sollte eine Verabreichung mit fachkundigen Personen abgesprochen werden. Und wir bleiben gleich beim Thema Kräuter. Wir haben auf den Straßen der Region nachgefragt, was denn die Murtaler und Murtalerinnen von Naturheilkunde halten und ob sie schon Erfahrungen damit gemacht haben. Naturheilkunde, da werden ja Kräuter und Pflanzen ganz oft verwendet. Was sagen Sie zu diesem Thema? Ich finde das gut. Haben Sie das selbst schon mal verwendet vielleicht? Verschiedene Heilkräuter ja schon. Oder zum Beispiel Brennnesselfrische und so weiter, als Tee oder gekocht und so weiter. Da haben sie mich jetzt eiskalt erwischt. Eigentlich nein. Also glauben Sie nicht wirklich an Naturheilkunde? Doch schon. Das schon, aber dass ich jetzt selber Heilkräuter oder Heilpflanzen irgendwo sammeln würde oder so, nein, das auf keinen Fall. Kräuter, Heilpflanzen, was sagen Sie denn da dazu? Ja, ich habe das 38 Jahre studiert, ich bin Profi, ich lebe profimäßig. Ich esse 38 Jahre kein Fleisch, keine Eier, kein weißes Mehl. Ich lebe profimäßig. Ja, eigentlich viel, aber ich habe mich noch nicht richtig damit befasst, muss ich zugeben. Selbst noch nicht benutzt? Noch nicht benutzt, nein. Ah, damit habe ich mich noch nie befasst. Ja, ich war schon in der Kindheit im Heilkräuterverein. Wir haben Kräuterwanderungen gemacht. Hat mich schon sehr interessiert und ich koche mir auch einen guten Tee, wenn ich irgendwo ein Wehwehchen habe. Ich versuche das so zu heilen. Was haben Sie da vielleicht selbst schon für Erfahrungen gemacht, konkret gegen spezielle Wehwehchen? Ob es jetzt Ohrenentzündung geht, Augenentzündungen, einfach Unwohlsein, Wetterfühligkeit. Ich glaube, auch fürs Herz habe ich sehr gute Mittel gefunden in der Homöopathie, die mir sehr, sehr gut helfen. Doch. Ja, und was haben Sie vielleicht selbst für positive Erfahrungen schon gemacht? Ja, bei mir, ich war jetzt 85 Jahre, bei mir hat noch nie einzig Mal in meinem Leben ein Wert angeweicht. In unserem aktuellen Interview-Spezial liefern wir ein umfassendes Interview zu wichtigen Themen rund um unsere Haut. Wie schützt man sich vor der Sonne? Was hilft bei starker Pollenbelastung oder bei Allergien? Antworten dazu hat Dr. Innauer, Facharzt für Dermatologie. Sehr geehrte Kanal 3 Zuseher und Zuseherinnen, heute widmen wir uns unserem größten Organ und zwar der Haut. Wir möchten uns heute mit Themen beschäftigen wie einer optimalen Hautschützung vor Sonneneinstrahlungen. Wir möchten uns heute dem Thema Allergien widmen und natürlich ganz allgemein Vorsorgeuntersuchungen im Bereich der Dermatologie. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute zu Gast sind bei Dr. Elmar Innauer hier in Jungburg und dass Sie Zeit haben für unser Interview der Woche. Gerne. Ich habe es schon eingangs erwähnt, der Sonnenschutz soll heute auch eine Rolle spielen. Die Temperaturen gehen nach oben, die Kleidung wird häufig viel kürzer, kurze Ärmel, kurze Hosen. Inwieweit schützt man sich am optimalsten vor Sonneneinstrahlung? Vielleicht muss man kurz ausholen, die Sonnenschutzcremen
haben einen viel geringeren Effekt als Schutz vor dem Hautkrebs, als man das annimmt. Das ist schon heute über 30 Jahre, da sind die ersten Untersuchungen gekommen, da hat man Nacktmäuse zur Hälfte mit Sonnenschutzcreme eingecremt, zur Hälfte nicht. Die sind dann bestrahlt worden und man hat festgestellt, dass sie trotz der Sonnenschutzcreme quasi rechts und links, also auch auf der nicht geschützten und auf der sonnenschutzgecremten Haut praktisch gleich viele Hautkrebsarten entwickelt haben. Und das war überraschend. Und es hat dann viele weitere Studien gegeben. Man weiß zwar, dass es gering schützt, aber überraschend gering. Das heißt, die Sonnenschutzcreme, ich werde nicht rot, kriege keinen Sonnenbrand, ist natürlich angenehm. Aber gleichzeitig kann ich auch länger in der Sonne bleiben. Das heißt, mit der Sonnenschutzcreme alleine kann ich das Risiko nicht gering halten. Ich sollte heute besonders bei Kindern darauf achten, dass man schön brav einen Hut nimmt, auch ein Leiberl und sozusagen Schutzkleidung. Wenn man heute aber sich an einem Strand wiederfindet, wird man sehen, dass das kaum jemand umsetzt, zumindest in Europa nicht. In England ein bisschen mehr. In Australien wird der Schutz sehr, sehr gut umgesetzt. Das hat damit zu tun, dass es dort eine flächendeckende, praktisch eine Pandemie ist und die Leute wissen, ein Hautkrebs ist für mich ein konkretes Risiko. Und dort ist die Bereitschaft, ein Hut, Hemd und Hose, so heißt das heute, Hut, Hemd, Hose zu tragen, sehr hoch. Gell? Zum Beispiel auch, wenn man Touristengruppen sieht und jeder hat einen Hut, kann man sagen, das werden die Australier sein. Okay. Wenn es aber die Amerikaner sind, haben sie immerhin schon die Hälfte einen Hut und wenn es Europäer sind, dann sehr wenige bis keiner oder kaum einen Not haben. Okay, das heißt, am optimalsten wäre luftige Kleidung, die so gut als möglich bedeckt, der Sonnenschutz natürlich, um vor Hautirritationen zu schützen. Ja, generell, das heißt, draußen sein ja, aber bekleidet. Das fängt bei jedem an. Das fängt beim Bauarbeiter an, bei jedem Outdoor-Worker. Das heißt, jeder, der draußen ist, das kann ein Landwirt sein, das kann aber auch ein jeder auf einer Baustelle sein. Das heißt, ich schütze mich durch Kleidung, das wäre das Wichtigste, und auch einen Hut. Das heißt, wenn ich das mache, und das, man kann auch Urlaub, Sonne, alles kein Problem, aber man soll sich dabei eben richtig verhalten. Ich selbst habe schon mal beobachtet und kenne auch andere, wenn so der Übergang kommt vom Frühling in den Sommer und man geht dann vielleicht wirklich mit sehr weißer Haut nach dem Winter in die ersten Sonnenstrahlen, ist von mir aus auch eingecremt. Trotzdem kann es oft zu Hautirritationen kommen. Ist es dann schon automatisch eine Sonnenallergie oder reagiert einfach meine Haut auf Hitze und Sonnenstrahlen? Beides gibt es da. Also beides gibt es. Grundsätzlich muss man sagen, Sonnenallergien kommen vor, sind aber jetzt nicht eine besonders große. Also die meisten, die haben dann schon einen leichten Sonnenbrand, würde man annehmen. Eine echte Sonnenallergie, das ist etwas, was man, also in diese Variante ist ja, wenn er im Winter nicht in der Sonne war und dann quasi in kurzer Zeit sich der Sonne aussetzt, dann kann es so zu einem Ausschlag kommen. Meistens aber an Stellen, wo die, also typisch ist Arme dort, wo, oder auch Gesicht dort, wo die Sonne gut hinkommt und die vorher nicht so besonders war. Aber grundsätzlich sind Sonnenallergien kommen vor, sind aber kein besonderes Problem, würde ich sagen. Also die meisten, die das haben, die haben meistens dann schon leichten Sonnenbrand. Mhm. Dann kommen wir schon zu unserem zweiten großen Thema und zwar die Allergien. Man könnte jetzt sagen, es gibt Menschen, die sind gegen alles Mögliche allergisch. Jetzt auffällig ist natürlich der Pollenflug. Das fängt an jetzt genau zu der Jahreszeit, es fängt alles zu blühen an, die Esche, die Erle und so weiter. Viele haben damit sehr stark zu kämpfen. Einige probieren so ein bisschen mit mehr Haare waschen, saubere Bettwäsche, vielleicht auch schon einmal ein paar Allergietabletten genommen. Wann lässt man sich am besten wirklich austesten und welche Therapiemöglichkeiten gibt's? Die Leute lassen sich eigentlich dann testen, wenn sie das Gefühl haben, das wird jetzt lästig. Wenn der zum Beispiel sagt, mir brennen eigentlich immer draußen die Augen oder mir rinnt jetzt die Nasen und das ist jetzt kein Schnupfen und die meisten Leute haben das gut im Gespür, dann kommt er und sagt, ich lasse mir das jetzt einmal abtesten, dann macht man eine Abklärung und dann sieht man quasi, was da ist. Man hat zum Beispiel jetzt, ist ja Birkezeit, also jetzt ist, und Birke ist ein starkes Allergen. Das heißt, die stärksten Allergene, die wir haben, das sind die Gräser. Das ist Mai, Juni. Und jetzt ist eben die Birkezeit. Aber die Leute kriegen das relativ gut hin und der hat auch ein Gefühl, wenn er sagt, ich brauche jetzt was. Und im Regelfall lässt sich das ganz gut machen. Da gibt es eben so Augentropfen-Nasensprays, da gibt es verschiedene Intensitäten, also Stärken und eben auch so antiallergische Tabletten. Und mit den meisten Allergien kommt man dann so im Regelfall gut über die Runden.
dann wird der oft eine Woche später bestellt und sagt man einfach, hat das passt. Oder wie wir sagen, dann macht man noch eine Feineinstellung. Das heißt, es wird noch ein bisschen nachgebessert. Meistens hat man aber ein Gefühl, je nach Intensität, wie der das angibt, was für das im Wesentlichen passen könnte. Aber manchmal muss man es ein bisschen nachstellen. Gell? Und wenn aber dann das so ist, dass er sagt, na Moment einmal, es ist eigentlich schon stark, dann kommt man so Richtung Hyposensibilisierung. Es wird in manchen Regionen, das ist vor allem in Wien, wird relativ sehr viel hyposensibilisiert. Da wird im Wesentlichen dann hyposensibilisiert, wenn der sagt, die übliche Behandlung, die greift nicht mehr ganz oder ich empfinde das eigentlich sehr stark. Das heißt, wenn man zum Impfen anfängt, das ist ein bisschen subjektiv. Als Vorteil kann man erwähnen, dass man heute das zum Beispiel nur mit 4 präsaisonalen, das heißt vor dem Pollenflug, 4 Impfungen lösen kann. Gell? Oder auch bei Kindern wird heute viel der Slit, wie das heißt dieses unter die Zunge geben, gell? Und sublingual, gell? Das heißt unter die Zunge, und das ist angenehm. Nicht gilt das für Biene-Wespen-Allergie, die muss man relativ häufig impfen, gell? Aber für andere Impfungen wird heute, die sind relativ kurzer Variante gemacht und das ist für die Leute nicht mehr so lästig. Weil wenn ich heute sage, ich muss 4-mal impfen gehen, da gehe ich hin, muss eine halbe Stunde warten, bin ich wieder dahin. Das ist der Aufwand überschaubar. Wenn ich hingegen jetzt einen Monat kommen muss, das ist für die Leute dann eigentlich mehr Belastung, als ihm das recht wäre. Aber grundsätzlich, wenn der Patient sagt, das ist kein Schnupfen, da ist doch was, das hat er im Gefühl, dann kommt er, wird abgeklärt, dann kriegt er die passende Behandlung, wird in einer Woche noch mal gecheckt, macht das Sinn, haut das hin. Und wenn er sagt, nein, ist da ein bisschen stark, gell, dann sagt man, okay, einen Schritt weiter. Einen nächsten Schritt. Wenn wir jetzt gerade über Testungen sprechen, es gibt ja so vieles, wie man reagieren kann, Hautirritationen oder was man so bei sich bemerkt. Finden Sie es unbedingt oder überhaupt wichtig, eine Allergietestung zu machen, damit ich das einmal grundlegend für mich oder meine Kinder weiß? Das Thema wird nicht ganz einheitlich gesehen. Okay. Gell? Also das nennt man im Fachbegriff prophetische Testung. Das heißt, ich schaue mal, hat es einer nicht. Gell? Im Prinzip muss man sagen, bei Kindern zurückhaltend. Also man sollte nicht Kleinkinder jetzt nur testen, weil man das so will. Im Prinzip kann man das halten, wie man will. Also ich würde eher bevorzugen, dass man sagt, ich lasse mich testen, wenn ein konkretes Symptom da ist, das zur Allergie passen könnte. Gell? Es ist nicht verboten und wir machen auch Testungen, wenn einer sagt, ich würde es oder das machen wir auch. Aber es wäre auch okay, wenn man sagt, ich habe jetzt Symptome, die könnten zur Allergie dazu passen, da machen wir einen Test. Also so wäre es. Okay? Und das andere ist eben ein bisschen Luxus, unter Anführungszeichen. Kann man auch machen. Jetzt bleiben wir trotzdem beim Thema Prophylaxe, Vorsorge. Wie in allen anderen medizinischen Fachbereichen gibt es ja da wahrscheinlich auch so einen Standard oder eine Empfehlung. Wie oft im Jahr soll man denn den Dermatologen, die Dermatologin besuchen? Wann fängt man an und wie regelmäßig geht man? Also so normalerweise sagt man ab 14, gell, bei Kindern, außer sie haben eine Muttermale, die ein etwas ungewöhnlicher vorkommt. Da gibt es Varianten mit angeborenen Muttermalen, auch die, die größer sind. Gell. Also, aber es kann auch sinnvoll sein, dass man kleinere Kinder untersucht, aber also im Normalfall sagt man ab 14. Und dann ist es mit 14 kann das oft alle 2-3 Jahre reichen. Meistens im Erwachsenenalter kommt man auf jährlich. Es gibt ein paar, die werden zweijährlich kontrolliert. Es gibt aber auch ein paar, wenn zum Beispiel jemand, sagen wir, 100 Muttermale hat und die speziell sind, kann das auch ins Halbjährliche reingehen. Gell? Das heißt, abhängig ist es von der Optik der Muttermale, also quasi haben die Veränderungen und der Anzahl. Aber man kann so sagen, als Faustregel so einmal im Jahr. Gell? Einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung, was genau passiert da dann? Schaut man da wirklich nur auf die Muttermale oder wie stellt man sich das vor für alle, die denn nicht regelmäßig gehen? Eigentlich sozusagen, der muss sich komplett frei machen, ja. Also Unterhose wird angelassen, dann kann er anlassen, dann wird quasi hinter die Ohren, fängt man quasi von oben nach unten an, quasi dann dreht man den um und schaut ihn quasi von unten nach oben an. Also so wird eine Vorsorge empfohlen und so wird das auch gemacht. Gell? Wenn man nicht geübt ist, sieht man im Prinzip sehr schnell, welche Muttermale überhaupt für sowas in Frage kommen, die speziell sind. Gell? Aber im Prinzip ist das normiert, wie man das nennt. Das heißt, das ist im Prinzip fachlich vorgegeben und das setzt man um. Und
bei den Muttermalen und den Häufigkeiten, wir haben es in einem Vorgespräch kurz besprochen, Sie sind ja schon seit einigen Jahren in diesem Fachbereich tätig und können wahrscheinlich auch aus Erfahrung und Beobachtung sprechen. Was mich interessiert ist, wie ist es denn so im Murtal in der Steiermark? Hat sich was verändert über die letzten Jahre? Sehen Sie mehr Risikofaktoren für andere Hauterkrankungen? Hat irgendwas sehr signifikant zugenommen vielleicht? Also die Hautkrebsgeschichten haben eine Explosion erfahren seit den 60er Jahren. Das heißt, da hat es alle 10 Jahre eine Verdoppelung gegeben, was am Anfang vielleicht bei niedrigen Zahlen noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Das ist im Wesentlichen bis zum Jahr 2000 gegangen und jetzt nehmen sie nur mehr gering zu. Aber generell ist heute der Hautkrebs schwarz und weiß zusammengerechnet das häufigste überhaupt. Das heißt, sich da anzuschauen lassen, ist an sich kein Luxus. Was man gelegentlich hört, ist zum Beispiel, wenn heute ein 50-, 60-Jähriger kommt, sagt er, na, in meiner Jugend, da hat doch keiner die Mutter mal angeschaut, sage ich, ja, da werden sie recht haben, aber damals waren die Zahlen noch ganz anders. Das heißt, heute ist Mutter mal anschauen sicher kein Luxus und eigentlich wird das auch relativ stark wahrgenommen, aber wie bei allen Vorsorgeuntersuchungen kann man nie alle ansprechen. Gell? Aber grundsätzlich, man kann auch sagen, es ist heute jemand, also praktisch fast jeder so gebildet, dass er weiß, wenn sie da bei Mutter mal was verändert, na, das ist einmal vielleicht zum Anschauen, na, das muss einmal Klarheit her, was das ist. Also heute, die Leute wissen grundsätzlich schon, bei der Sonne sollte ich aufpassen, ob sich der dann in seinem Verhalten ändert, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das Wissen ist da und es ist auch das Wissen da, dass von Muttermalen Flecken theoretisch grundsätzlich eine Gefahr ausgehen könnte und das Wissen, dass wenn sie was verändert, na, das war was zum Anschauen und es ist eigentlich auch das Wissen da, dass Vorsorgeuntersuchungen da empfohlen sind. Aber was der Einzige, wie generell daraus macht, ist, aber eigentlich wird, also muss man schon sagen, wird das schon angenommen. Meine abschließende Frage jetzt nun, was möchten Sie unseren Seher und Seherinnen mitgeben? Warum ist es so wichtig, auf seine Haut zu schauen und regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen? Generell muss man fast ein bisschen früher ansetzen. Man muss sagen, es würde sich auszahlen, wenn man heute sagt, ich passe auf, dass meine Haut nicht gesöcht wird, nicht Sonnenbrände bekommt. Das heißt, ich muss früh anfangen, dass ich schaue, dass ich möglichst wenig kriege. Auch für die Frauen, man darf nicht vergessen, dass auch die Hautalterung damit einhergeht. Jeder weiß zum Beispiel, wenn man 50, 60-Jährige sieht, die sehr viele Falten haben, dann sagt man, na, die war vielleicht zu viel in der Sonne. Das heißt, auch wegen dem Aussehen ist es, dass man Zurückhaltung bei der Sonne übt, hat einen gewissen Wert, gell? Und dass man generell, also weiß, dass das Risiko von einem Hautkrebs heute beträchtlich ist eigentlich. Gell? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da was auffindet, ist höher als in anderen Fächern. Gell? Das heißt aber nicht, dass diese Sachen gleich hochgefährlich sind. Gell? Generell muss man sagen, in der Hautvorsorge kann man sehr viel erreichen, weil das frühe Erkennen ist letztendlich bei diesen Sachen das Um und auf und da geht das leicht, man muss nur hinschauen. Gell? Man kann das auch vergrößern, das heißt, man kann das mit einer höheren Qualität dann machen, gell? Und das ist eben heute möglich. Und es obliegt immer jedem, das selber für sich dann umzusetzen. Und natürlich dann regelmäßig auch beobachten. Ich sage danke für Ihre Zeit, für diese ganzen Informationen. Wahrscheinlich gehe ich jetzt richtig, wenn ich sage, im Zweifelsfall dann einfach trotzdem anschauen lassen von seinem Facharzt, seiner Fachärztin. Ich wünsche Ihnen natürlich auch Ihrer Ordination alles Gute und sage danke für Ihre Zeit. Danke. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. meinbezirk.at. Eine giftige Affäre. Die Komödie von Michael Weger gibt es am Mittwoch, den 26.04.2023 im Kulturhaus Knittelfeld zu sehen. Karten gibt es beim Kulturamt Knittelfeld und allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Mittwoch, 26. April, 19.30 Uhr im Kulturhaus Knittelfeld. Eine giftige Affäre. Anja Wenzel präsentiert die Muttertagsgala. Die Musikshow mit 3-Gänge-Menü für die ganze Familie. Am 13. Mai im Veranstaltungszentrum Judenburg. Infos und Buchung unter www.genusskonzerte.at.
Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Das Thema Gesundheit spielt auch in dieser Ausgabe unseres Magazins eine sehr große Rolle, denn nun folgt auch schon unser wöchentlicher Gesundheitstipp. Dieses Mal dreht sich alles um Harninkontinenz. Tipps für den Alltag gibt es von Önjas Tanja Lex. Der richtige Umgang mit Harninkontinenz. Harninkontinenz oder auch Blasenschwäche genannt, bedeutet ungewollt Urin zu verlieren. Davon sind viele ältere, pflegebedürftige Menschen betroffen. Inkontinenz kann das psychische Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Zudem können gesundheitliche Probleme wie Infektionen oder Verletzungen durch Stürze die Folge sein. Um Harninkontinenz vorzubeugen, empfiehlt es sich, schon in jüngeren Jahren den Beckenboden mit gezielten Übungen zu stärken. Vor allem Frauen nach einer Geburt und Menschen mit einer Bindegewebsschwäche sollten präventiv an einem intakten Beckenboden arbeiten. Auch Übergewicht ist ein Risikofaktor für eine Blasenschwäche, genauso wie Verstopfung oder chronischer Husten. Vorbeugend sollte wie bei nahezu allen Erkrankungen auf eine ausgewogene Ernährung und genügend Bewegung geachtet werden. Es gibt mehrere Arten von Harninkontinenz, wie die Dranginkontinenz, die Belastungsinkontinenz oder eine Mischform beider, sowie Inkontinenz durch eine neurogene Störung. Folgende Tipps sind allgemein gehalten und nur ein Auszug vieler hilfreicher Maßnahmen, um den Alltag mit Harninkontinenz zu erleichtern. Achten Sie auf leicht auszuziehende Hosen oder Röcke, damit keine Hektik entsteht. Der Weg ins WC sollte möglichst frei von Stolperquellen sein. Erleichtern Sie sich die Orientierung für die Nacht mit ausreichender Beleuchtung. Stärken Sie Beweglichkeit, Muskelkraft und Gleichgewicht mit gezielten Übungen. Bei Bedarf holen Sie sich Unterstützung bei einem physikalischen Zentrum in Ihrer Nähe. Achten Sie auf passende Inkontinenzprodukte. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie in Ihrer Apotheke oder bei der Pflegeperson Ihres Vertrauens nach. Motivieren Sie sich zu sozialen Kontakten und Aktivitäten außer Haus. Aktiv zu bleiben und Interessen nachzugehen, ist wesentlich für eine gesunde Lebensqualität. Immer nach dem Gesundheitstipp der Woche folgen unsere Treffpunkt Murzahl Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murzahl. In Leoben hat das 155. Wirtschaftsfrühstück stattgefunden, dieses Mal in der PFC Austria und Meyer-Mellenhof GmbH. Das PFC-Siegel steht für aktive und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Leoben ist umgeben von Wäldern, die nach den PFC-Standards bewirtschaftet werden. Mit Meyer-Mellenhof-Holz hat Leoben einen Leitbetrieb, der hochwertige und innovative Produkte in der Region und weit darüber hinaus vertreibt. Das Naherholungsgebiet rund um den Ziegelteich zwischen Kobenz und Knittelfeld ist bei den Bürgern sehr beliebt und wird gerne für Spaziergänge genutzt. Um die Wasserqualität und in der Folge die Qualität des Uferbestandes zu verbessern, ist als erster Schritt das geplante Abfischen durchgeführt worden. 2500 Meter Stellnetze wurden dafür verwendet. Alle gefangenen Raubfische, wie zum Beispiel Welse, wurden natürlich wieder in den Teich zurückgesetzt, um den Kleinfischbestand natürlich zu reduzieren.
Die Zeit ist auch schon wieder um und diese ist ganz schnell vergangen. Wenn Sie möchten, bleiben Sie gerne dran. Im Anschluss folgt unser regionaler Infokanal und danach unser Wochenmagazin Kanal 3 Steiermark. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, sage danke, dass Sie mit dabei waren und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut!